Moin, Leute, was geht ab? Mal wieder eine kleine außerstreamliche Aufnahme, weil wir haben noch etwas. Ich habe ja gestern oder so, vorgestern, die Fortsetzung zu Mothered, das VOD, hochgeladen. Und in den Kommentaren wurde schon bereits gesagt, hey, du hast da einiges übersehen. Und ich weiß gar nicht, wieso ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass mir da was noch fehlt. Weil, also am besten schaut ihr euch das an, bevor ihr das hier schaut, weil das ist jetzt so ein kleiner Nachtrag zu dem Video. Deshalb werdet ihr jetzt gar nicht checken, worum es hier geht. Ich kann es euch nur empfehlen, guckt euch die ganzen Mothered-Videos an. Das ist jetzt mittlerweile das dritte Mothered-Video. Aber ja, ich habe es gespielt, das DLC, die Fortsetzung, wie auch immer man das nennen kann. Und es gab an einer Stelle, wo ja irgendwie auch die Mutter zu einem gesagt hatte, von wegen, wenn du fliehen willst, dann hast du es an diesem Part schon verpasst. Und irgendwie, als ich das dann durchgespielt habe am Ende, habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass sie das ja gesagt hatte, dass sie das noch erwähnt hatte und dementsprechend auch gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es ja theoretisch verschiedene Endings gibt. Obwohl bei mir auch in den Credits ganz oben ganz groß stand, Ending C erreicht. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich dann so im Film war von diesem Spiel, dass ich gar nicht gelesen habe. Und das wurde jetzt in den Kommentaren erwähnt, da gibt es noch mehr zu suchen und zu finden. Und wir gehen noch mal rein auf die Reise. Ich cutte das für euch noch ein bisschen so zusammen, ne, damit wir nicht alles noch mal sehen müssen. Und versuche den Spaß, den ich verpasst habe, zu finden. Weil wir wollen ja morgen, also am Freitag, das neueste Spiel von diesem wundervollen Entwickler spielen, Echostasis. Und ich wollte unbedingt vorher noch alles gespielt und gesehen haben. Giving another go, ja. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, das zu sehen, bevor wir Echostasis spielen. Weil die sind ja irgendwie alle connected miteinander, die Spiele. Und ja, gehen wir nochmal rein, ne? Gemuttert! Ja, hängen geblieben oder was? Fängt ja perfekt an. Ah, okay. Ja, es hängt wieder am Sonntag. Sonntag an. Well, here we are. The storm has picked up, so we would better run in before you get soaked. Press shift to run. If it's too dark in there, be sure to look for light switches. Oh, I almost forgot. Your mother left a box for me somewhere in there. Could you bring it out to me before you head to bed? I'll be waiting. So. Und hier ist ja alles so, wie wir es bereits kennen. Das heißt, ich versuche jetzt mal wieder den Part zu finden, wo die Mutti das sagt und versuche herauszufinden, wieso, weshalb, warum. So, da steht sie wieder. Hier hat sie mir gesagt, dass ich irgendwas verpasst habe. Was sagt ihr hier nochmal genau? You know, if there was indeed a way for you to escape this world, ja, dann bin ich jetzt schon so spät. Then you have already missed it. Aber was habe ich verpasst? Das check ich nicht. Was habe ich verpasst? Ich habe jetzt alles nochmal gespielt, mir alles genau angeschaut. Was habe ich verpasst? Huh. You again? I assume she told you to come talk to me. What is she? Your mother? So, this is your last night then. Consider yourself lucky. Every time you're brought back here, it never seems to end well for anybody, no matter how much hope those two have between them. So maybe this is for the best. Quit while you're ahead and all. Looks like you're wanted. You would better get going. Don't want to keep her waiting. You will see me again. Hat mir denn der Luke? Wieso sagt der Bruder, wir werden uns wiedersehen? Wieso steht hier ein Telefon? Moment mal. Also entweder bin ich lost und das ist alles so, wie es war, oder... Ich pick up the phone, nobody's there. Ich kann mich nicht erinnern, dass da ein Telefon war. Vielleicht ist es das, was ich machen muss? You pick up... The receiver. Receiver?
Your reality has been compromised. Nee, das hatten wir nicht, oder? You pay no heed. Pick up the receiver. You pick up, ja, the receiver. Chat, schreib schnell auf! Ich hab keinen Chat! Okay, jetzt ruft jemand unten an, I guess? Lose yourself? I mean, in your dream exist. Was? Hyperreality Engine. You failed this time, but you have to resolve to stop this. Try again. Be ready to answer my call. Monday night. Monday night? Aber Monday night telefoniert die Mom am Telefon. Und die lässt einen gar nicht zum Telefon durch. Core vulnerable. Don't listen to her. Stay with me. Bring the box to the barn und sei. To the barn? Returning in zero. Moment. Ja, ich habe Ende gefunden. Lol. Einfach schon direkt so früh. Okay. Also ich habe nichts anderes gemacht als. Was habe ich anders gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Plötzlich tauchte ein Telefon bei mir auf. In meinem Zimmer. Ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Aber ist jetzt ein anderes Ende, ja. Ende A. Aber er hat gesagt, bring die Box zu Barn. Vielleicht ist jetzt ein Tor offen. Wenn ich jetzt nochmal neu starte und die Box nehme, ist vielleicht das Tor offen. Write it down, Chat. Schreib's auf. Was ist das? Ist das irgendein Code? Einer muss übersetzen, schnell. Giving it another go. Ja, okay. Vielleicht musste man das einmal triggern, dieses Ending, damit jetzt das Tor offen ist. Ja, ich hol die Box und dann yalla Abfahrt. Ist das Tor? Das Tor ist offen. Das Tor ist offen. Okay. Das ist jetzt an dem Punkt, wo die Mutter dem Roboter den Core, also den Kopf abgeschnitten hat, den Körper hier runtergeworfen hat, das Feuer angemacht hat und wahrscheinlich jetzt da unten irgendwo ist oder so und die Scheiße wegräumt. Hat halt die Box nach Hause gebracht, ins Regal gestellt und ist dann wahrscheinlich jetzt hier da unten irgendwo und macht das Feuer. Aber wir sind jetzt gekommen, haben die Box abgeholt und stellen sie wieder hier hin. You are holding the box. Do you wish to place the box on a pedestal? You place the box on a pedestal. Okay. Angel. Da ist schon wieder dieses komische Symbol. Ich würde sagen, wir gehen wieder rüber. Ich habe auch schon gegoogelt, wie viele Endings es insgesamt gibt. Entweder habe ich falsch gegoogelt, aber es gibt nur 3 Endings. Das heißt, ich habe jetzt zufällig eins gefunden, das Ending A. Ending C haben wir ja im Stream geholt. Und dann muss das jetzt wahrscheinlich, wenn ich alphabetisch und zählerisch auf ganz hohem Niveau gerade unterwegs bin, müsste das Ending B sein. What is that has brought you back here? YouTube-Kommentare. Why continue with this painful old cycle? YouTube-Kommentare. Die sind schuld. When you already know how it ends. Tue ich das? Weiß ich das? Okay, es klingelt wieder. You pick up the phone. Angel, do not approach the tower. She will say or do whatever she has to. Anything to get you to hand yourself over to her. If you go in there without first securing your core somewhere safe, you will never be able to pull yourself out. Also das ist jetzt quasi das Bad Ending. And forever at her mercy you will remain. For now, you should just go to bed. You will have your chance. Once you have taken control of this memory and planted your core within it, then you will be ready to approach the tower. You hang up the phone. Also kriegen wir jetzt... Oh mein Gott, Mutti! Also kriegen wir jetzt quasi Bad Ending, weil Good Ending war ja, wir sind zum Grab gegangen, haben dort den Core abgelegt und sind dann zum Turm gegangen. Aber jetzt behalten wir den Core und gehen jetzt zum Tower.
Aber wenn ich ja den Chor behalte, dann habe ich ja immer noch das Bewusstsein von einem echten Menschen in mir. Wenn ich jetzt zum Tower gehe und er das Bewusstsein in sich aufnimmt, haben wir dann es geschafft, ein menschliches Bewusstsein in irgendeine Cloud-ähnliches System hochzuladen? Liana, my daughter, we love you. Go to her. Ja, guck mal, die sagt das auch, die Mutter. Ja, wir gehen hin, ne? Ich denke mal, wenn ich jetzt einfach schlafen gehe, dann würde ich auch wieder auf Ending C zugehen. Come closer. Boah, vielleicht ist diese KI oder was auch immer das ist, dieses godlike Wesen ist ja irgend so eine KI, die versucht sich wirklich vielleicht gegen die Menschheit zu wehren oder so. Und dass das Ding immer zu mir sich ruft, will es halt wirklich menschliches Bewusstsein aufnehmen oder so. Was steht da unten im Wasser? Angel, look for me. Why be a victim of somebody else's reality? When you can be the god of your own. I can help you. Ich verstehe halt nicht, wieso gesagt wird, ohne Chor kann ich diesen Akt wohl irgendwie überstehen, aber mit Chor nicht. Wieso nicht? Oder ja, die wollen einfach nur mich davor schützen, dass ich den Chor nicht an die KI abgebe, I guess. Don't you want something new? Ja, deshalb bin ich hier, um was Neues zu erleben. What I am offering you is something you have always wanted, something you never knew you could have. A new world. A new you. Okay, verlockend. Eine Welt, in der ich alles machen kann, was ich will und sein kann, das, was ich bin. Do you wish to connect to the cloud? Ja. Connect. 3, 2, 1. USB-Stick drin, rein in den Mainframe. Ready to connect to her. Okay, das sieht jetzt anders aus als beim letzten Mal. The way out might be closer than you think. Click here. Das waren diese, als wir in Ending C ohne den Chor hier waren und quasi auf dieses gottgleiche Wesen hochgeflogen sind, da sind auch diese Nachrichten überall so irgendwie im Hintergrund so waren am Schweben und ich konnte nicht genau lesen, was da steht. Und jetzt sehen wir es. What took you so long? Core being located by her. Core located. Und jetzt fliege ich wieder. Wie im anderen Ending. My poor lost angel. You finally arrived. I know things haven't been making as much sense lately. Absolut nicht. Admittedly, that may be partly my doing. When creating infinite reverberations of reality, there is bound to be some. Okay, Chat, ich muss kurz googeln. Reverberations, Deutsch. Nachhall. Der Widerhall, Reflexion. When creating infinite reverberations of reality, there is bound to be some. Okay. Interference. Okay. You are a quiet one, aren't you? That's okay. We are all products of our reality, after all. Das stimmt. If we are indeed at the mercy of our reality, how are we to know we truly are? You are not you. Jetzt wird's richtig philosophisch. You see, Liana, inside of me,
resides a part of you. And that is to say, I know. Da wir ja ein Produkt unserer Leute um uns herum sind, der Gesellschaft sind, sind wir dann überhaupt noch wir selbst? I know how hard was? I know that you don't feel in control. I know what they put you through. I know it all too well. Was steht da? Ein was? Fuck, my own path? Was? Was? Mere illusion. Was steht da? Will your family grieve for you when you're gone? Chind. They didn't. Ach, Hint. Oh. Chind. How to be beautiful in the eyes of others. Nobody caring for you. It may be more likely than you think. Are your best years behind you? Take the quiz. Click here to make it all okay. Are you good enough? Click here to find out. Will your family... Okay. Ja, ich flieg weiter. Ja, wir sind das Produkt der Person um uns herum. Deshalb ging in den Texten irgendwie auch alles nur, was denken die anderen, was denkt meine Familie. But I know one thing above all, and it's this. I know how to make it all go away. Ich hoffe, wir erfahren mehr zu dem Boy hier in Echostasis. You see, Angel. I see the real you. I see a world where you don't have to try anymore. I see a life that you can be in control of. Also er ist quasi... I see what you really want. You want revenge, don't you? Oh. Er hetzt mich auf. Der Vater hat ja quasi Liana umgebracht. Der Vater hat ihr Bewusstsein in einen Roboter gesteckt und diesen Roboter jede Woche immer und immer wieder aufs Neue getötet und resettet, ne? Und das Bewusstsein, was in diesem Roboter drin ist und das Bewusstsein in Liana, das wahrscheinlich auch irgendwann müde von der ganzen Scheiße, ne? Und er nutzt das jetzt aus, um uns gegen den Vater, gegen die Mutter, vielleicht sogar gegen die ganze Menschheit. I see an end to conflict, struggle, confusion. Okay, 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 speech, okay. I see the end of your struggles. I see a future where truth bends to our will. Ach du Scheiße. But if there is one thing, I know it's that an angel like you belongs in the cloud. Er will halt wirklich irgendwie so eine fucking, irgend so einen Krieg zu starten gegen die Menschheit. You see, my angel? Your dream life has been inside your head the whole time. Don't listen to her. All you ever needed to do was let me in. What have you done? Now, just close your eyes. I told you not go in there. That's it. You must resist her. Allow me to take you. Oh, was ist, wenn was ist, wenn gerade das, was wir gerade sehen, eigentlich eine Darstellung davon ist, dass diese KI quasi das Bewusstsein von Liana übernimmt? Und wenn sie das Bewusstsein von Liana übernimmt, dann kommt die KI in die reale Welt.
Also, dass sie quasi diese Puppe, diesen Roboter, den wir spielen, dass diese KI jetzt in diesen Körper reingeht und dieses Bewusstsein übernimmt. Dieses Bewusstsein übernimmt und jetzt quasi in der realen Welt umherläuft. Und wenn wir halt ohne diesen Core reingehen, was wir ja in Ending C hatten, quasi am Freitag, wenn wir da ohne Core reingehen, dann kann diese KI, dieses Wesen, nichts übernehmen, weil da kein Core gibt zum Übernehmen. Maybe. Allow me to take you. You see? Your problems are all so, so far away. Angel, come back to us. Don't listen that voice in your head. Insufficient resolve. It only wishes to serve you from paradise. Sever, nicht serve. Core signal weakening. Ja. Wir verlieren den Kontakt zum Core. It's okay, my angel. It is safe to close your eyes now. There you go. Core severed from interface. Core has succumbed to echostasis. Title drop. You have failed. You exposed Liana to her before she was ready. You will have to try again. Ja, Ending B, wir haben's. Ja, I guess. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich das falsch, aber es klingt halt wirklich so. Also kann natürlich sein, dass ich das jetzt dahingehend zu weit interpretiere und es ist wirklich einfach nur ganz simpel. Und zwar, die KI hat einfach Liana in die Cloud aufgenommen. Die KI hat es geschafft, ein menschliches Bewusstsein in die Cloud aufzunehmen. Entweder ist es einfach so, oder es ist so, wie ich denke, und zwar, Liana ist in der Cloud, aber er ist jetzt in dem Roboter. I guess. Also diese Echostasis ist wohl diese KI-Welt. Und so heißt auch das nächste Spiel, was wir morgen spielen werden. Da werden wir wahrscheinlich dann in dieser Welt umherlaufen. Vielleicht müssen wir in der Welt sogar Liana rausholen und retten. Ja, das war sehr nice. War nice, dass ich das nochmal nachgeholt habe. Das war auf jeden Fall eine nice Info. Auch wenn es auch, also so gesehen habe ich auf jeden Fall alles ja eigentlich in meinem Run richtig gemacht, weil da habe ich ja eigentlich das Good Ending bekommen. Das Ending bekommen, wo Liana halt nicht von der KI aufgesaugt wird und wo wir uns gegen die KI wahrscheinlich wehren können. Aber ja, also es klingt so, als wäre die KI nicht unbedingt freundlich gesinnt gegenüber den Menschen. Aber es ist ja oft so in solchen Settings, ne? Dass die AI sich auflehnt gegen die Menschheit. Da ist schon wieder das. Keine Ahnung, ich screenshotte das mal. Und dann gucke ich mal kurz, ob ich dazu irgendwas finde. Ich habe gegoogelt, habe versucht irgendwie herauszufinden, was dieser Code bedeutet. Ich habe nichts gefunden. Keine Ahnung. Also vielleicht, wenn irgendjemand weiß, also ob das irgendeine Programmiersprache ist. Ich habe halt gar keine Ahnung davon, ob das irgendeine Sprache ist, irgendwie ein Dechiffrierungssystem dafür gibt oder so. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. I don't know. Aber ich bin nochmal drin, weil... Weil wir haben ja immer noch vom Telefon die eine Nummer bekommen. Der hat gesagt, yo, ruf mich an. 1-800-7265. Aber wann? Soll ich... Also, geht ja nur montags. Also ich gehe jetzt, denke ich mal, jeden Cycle einmal durch. Wir sind jetzt Montagmorgen. Ich gehe jetzt jeden Cycle durch und hoffe, dass ich dann irgendwie jetzt ihn anrufen kann. Oder es hat nichts zu bedeuten. So, Monday Evening. Und der Anruf kommt ja Montagnachts, ne? Nobody's there. You put phone.
Weil wenn ich jetzt rausgehe, und mit der Mutter rede, dann wird ja wieder auf Nacht geskippt und sie steht hier vor und ich kann nicht zum Telefon. Jap, 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 jap. Jap, 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 jap. Okay, Zeit wurde noch nicht geskippt. Aber sie steht schon da. So, und jetzt komme ich nicht mehr durch. What happened to this banister? Anyone could fall down. Oh nein, 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 nein. Das war mein Moment. Das Geländer war ja kaputt. Und ich hätte... Oh nein! Ich hätte durch das Geländer gehen müssen. Dadurch, dass ich jetzt mit dir gesprochen... Oh nein! Jetzt muss ich nochmal neu starten. Ja, da wären wir wieder. It's evening again. So, wo ist das Geländer kaputt? Es wird wahrscheinlich gleich noch kaputt gehen, ne? Da oben. Es fehlt. Oh mein Gott. Ja, ich hab's. Okay, jetzt. Nobody's there? Hä? Hä? Badezimmer offen? Nee. Ein Snack ist auch nicht da. Neuer Karton oder so. Vielleicht muss ich im Fernseher das eintippen. Papas Ding hier. Boah, ich habe jetzt Angst, mit der Mom zu reden, dass ich mir das jetzt wieder alles kaputt mache und nochmal alles von vorne spielen muss. Ja, aber I guess... Wir reden mit ihr? Oh dear, what happened to this banister? Anyone could fall down through it. I must get that fixed immediately. Stehe ich jetzt wieder hinter ihr oder vor... Oh, ich bin vor ihr! They are much better. Okay. Hier sind sogar jetzt Äpfel auf einmal. These apples are not yet rotten. You remember what she said that time in the shed? You're no different to these apples. Junge, das ist ja die Demo. Aber das hat sie hinten im Full Game gesagt, nicht in der Demo. Lol. Okay, jetzt. Angel. It appears you have fallen back into this place again, haven't you? At the very least, this can be a lesson to you. Don't think that because you finally found your own path, that you're forever broken free of this place. Become careless, and the true hostility of this world will eat you alive. Become careless and the true hostility of this world will eat you alive, okay. No matter how much you've grown since, without a place to securely plant your core, you will always be at the mercy of this place. Ich denke mal, das ist jetzt einfach nur ein weiterer Hint, wo wir den Core placen können, aber das wissen wir ja schon. Right now, I don't need you to understand. I just need you to take action. Just... Know that it leaves you vulnerable to her and that you are being haunted. Find the part of yourself that is immune to her control, or vulnerable you will remain. You put down the phone. These apples are not rotten. You remember? Okay, das war's, I guess. It appears you have fallen. Okay, das Wiederholung. I guess, yeah. Dann haben wir jetzt wirklich alles, oder? Was sagt die jetzt? I'm afraid I cannot let you pass. You'll only end up hurting yourself again. I know, you think you know what's best for you. But if you really did... then why are you back here? Oh, Angel, look at you. Right back where you started. You thought you could go your own way, forge your own path, and brave the world alone? And just look what happened. You do remember what they do to you, right? Over and over? No, you don't understand. How could you? This world shaped you. What hope could you possibly have to escape? Okay, aber sie lässt mich auch nicht durch. Aber sie lässt mich jetzt auch nicht durch. Man muss doch nicht an dem Part jetzt einfach
Also, man ist doch nicht einfach stuck und muss das Spiel beenden, oder? Oh. Reach out and touch it. You touch the record player. You hear a click behind you. Okay, wir gehen wieder in den Geheimgang, was wir schon im Base Game gemacht haben. Also das heißt, dadurch, dass ich das Geländer runtergesprungen bin, bin ich quasi aus der Programmierschleife rausgesprungen und fange wieder mein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Dementsprechend jetzt wieder Level up und dementsprechend kann ich jetzt etwas machen, was in meinem Skript eigentlich drinsteht, dass ich es nicht machen darf. Could this be a way out? Jetzt müsste wieder das Badezimmer offen sein. I'm afraid that won't work this time. You're forbidden. Okay, ich kann trotzdem nicht betreten. Oh mein Gott. What the... Holy shit. Oh, Angel, you've gotten complacent. You're letting a reliance on old solutions cloud your awareness for new ones. Yeah? She's right, though. This place is falling apart of the seams. That would be my fault. Unfortunately, I'm communicating you to you from another reality, using something known as the Hyper-Reality Engine. By contacting you this way, I have opened you up to her. By contacting you this way, I have opened you up to her. What you're experiencing is merely a reverberation of a reality you were once familiar with. She's using an environment you already understand in order to get to you. She will bend your reality in any way she has to in order to get to your core. Which is why you must plant it somewhere safe before she can find it. Once you do that, you will survive anything this place can throw at you. Heißt das, dass diese ganzen Glitches, die wir immer sehen, vielleicht von dieser KI auskommen? Die versucht die ganze Zeit auf unseren Core zuzugreifen, maybe? Her influence reaches everyone, especially those whose cores remain insecure. It's only a matter of time before it reaches you. Which is why we need to get you ready. Just remember, you're stronger than her. You put down the phone. Aber wer redet da mit mir? Also redet da quasi mein eigenes Bewusstsein aus den anderen Ich bin gerade verwirrt. Das muss ja dann... Oder ist es jemand komplett anderes, den wir vielleicht erst im nächsten Teil kennenlernen, der mit mir da redet? Oder ist es halt das Bewusstsein, was wir schon entwickelt haben, Stück für Stück? Im Untergrund, da wo diese ganzen Leichen gesammelt wurden. Da war ja so ein PC auch im Main Game. Und das redet mit uns. Okay, jetzt kommt wieder das Gleiche. I guess ich rede jetzt mit der Mutter. Aber ja, das heißt ja auch, ich habe versucht, wieder einen Ausweg zu finden. Aber diese KI hält mich davon ab, I guess. Oder mein Vater hält mich davon ab, weil in einem Loop vielleicht hat Angel den Knopf hier erreicht, die Tür geöffnet und so ein Shit. Und jetzt hat das Vater vielleicht in ihren Script irgendwie noch schärfer reingeschrieben, dass sie es nicht kann und machen darf. This place is possibly falling apart. It seems okay. Kann ich jetzt einfach durch?
Ja, dieser... Die Welt bricht zusammen, okay. Und jetzt? Mach auf jetzt! Ich breche aus dem Fenster aus! Das Ding ist halt auch weg. Hier ist noch ein Telefon. Lol. You pick up the receiver. It's not you doing that. You pick up the receiver. Pick up the receiver. Okay. Ja, ich hab den Receiver gepickt ab. Jetzt kommt wieder die Nummer. Call the number on screen. Schon wieder das. In your dream existence. And then you pick up the phone. Hyper Reality Engine Connect? Is someone there? Was steht da? Our Angel, our Angel. The core has been located. We need to get out of there now. Find a way back to yourself. Die KI hat uns gefunden. Mutti lässt mich immer noch nicht durch. Receiver ist weg. Was ist das denn? It's just an old statue. It's nothing. None of this is real. Just breathe. Close your eyes. That's it. Let the silence in. War die Statue vielleicht ein Hint für das True Ending? Also das Ending C vielleicht. You see now? This place is no match for your resolve. Now you have leave through the bathroom door. You may leave. Oh. Okay, jetzt können wir raus. Ja, als wären das alles so Hints eigentlich für Ending C oder so. Oh, scheiße. Ich hab doch gerade aufgemacht. Ah, jetzt. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hier unten aussah. Ich kann hier noch hoch. Ja, das ist der Garten. Aber wir gehen weiter mal hier unten. Kann ich überhaupt noch weitergehen? Hier geht's wieder rein in die Wohnung. Ins Haus. Hier kann ich noch weitergehen. Da ist schon wieder die Statue. Stille. Liana. Our Angel. We will never give up on you. Hä? Ist das jetzt noch ein Ending? Ich dachte, es gibt nur drei Endings. Aber wir kriegen hier nicht irgendwie Ending A, B, C, D, sonst was. We are going to make this right. Even if it kills us. Okay. Ich kann auch nicht vorbei. Sarkophagus. We will never give up. Okay, es wiederholt sich. Ich frage mich, wie viel davon in der OG-Demo eigentlich zu sehen war. Also die Demo, die man sieht, wenn man das Base-Game nicht auf seinem PC einmal durchgespielt hat. Ob man das überhaupt alles sehen kann? Ich denke nicht, ne? So, ich denke mal, wir gehen durch den Garten raus.
Rebirth, okay. So. Durch den Garten und jetzt? Was haben wir jetzt gerade? Monday Night. Das Auto ist da? Am Montagnacht? Irgendwann. Nee. Wieso ist das Auto Montagnachts da? Angel, I understand that you may be very confused, but yes, it's true what I said. None of this is real. You must plant Liana's core somewhere it will be safe before it becomes containment. We don't have much time left. We are going to have to trigger another memory leak. Hopefully, then you will understand what is going on. We are going to have to trigger another memory leak. Junge, was für Passwort jetzt? Ich speichere das mal. I have hidden a barcode in the bathroom. Good luck. Was? So, welches Bathroom? Hier oder oben? Ne, hier komme ich nicht rein. Okay, gehen wir nochmal hoch. Mirror, ja. Wo soll ich den Code jetzt hier eingeben? Hä? Ah, da. Da ist schon wieder diese lange Nummer. Muss ich jetzt irgendwas eingeben oder muss ich das jetzt mit dem Handy vielleicht? Öffnet sich eine Seite, wo ich das Passwort eingeben muss? Okay, da komme ich auf die Itch-Seite von Enigma Studios. A password is required. Ach du Scheiße. So, wo habe ich das abgespeichert? So, jetzt auf meinem Handy 726564. If you are reading this, you have found a version of Liana's black box that I have modified, and I have been able to establish a connection to you. Hope prevails. If you have not answered my phone call on Monday night, please do so. She's already looking for you. If you want to know what's going on, you must remember, you need to trigger a memory leak at night. Stand in front of the mirror. As your vessel stares into the reflection, type their name. This realization of herself should trigger a memory leak. If you do not know this name, you can find it hidden on the front cover of some old computer program. Once you unlock the memories contained within her vessel, click on them to read. You can save us. P.S. I snuck in some extra code that should definitely come in handy. Pressing the home key will make your run speed much faster. No idea why they always made these vessels so slow, but you're welcome. Was für Home Key? Some old computer. Ich denke mal, ich muss. Oh no, Chat. Mit some old computer ist das Spiel The Enigma Machine gemeint, was wir auch mal gestreamt haben. Aber ich kann mich da an gar keinen Namen erinnern. Soll ich jetzt was tippen? Liana. Wenn ich das anklippe. Liana. Ja, Digga, als ob ich mich erinnere, was ich in Enigma-Maschinen gespielt habe. Ich muss googeln. Okay, Leute.
Also, ich habe gegoogelt und ich habe ja diesen versteckte Nachricht hier bekommen mit dem Code und so und Shit. Und wenn man ja auf den Link klickt, wo steht ja Hidden in the Front Cover of Some Old Computer Program. Ich muss dafür nicht das Spiel spielen, sondern ich muss wirklich das Cover des Spiels mir anschauen von Enigma Machine. Und das ist ja das hier. Und der Hinweis sind die roten Buchstaben. R-E-D. Das muss ich eintippen. Red. Also es ist hier ganz normal die itch.io-Seite, wo du das Spiel dir holen kannst. Enigma Machine, ein anderes Spiel von dem Entwickler, was wir auch mal gespielt haben. Und ja, hier ist es. Raid Recruitment Program Enigma Corporation Demonstration Purposes. Ja, aber das ist das Frontcover und da ist es halt. Ne? R-E-D. Und jetzt stellen wir uns vorm Spiegel hin. R-E-D. R-E-D. Memory Leak. Core Memories. Memory Leak. Project Reckon. Hyperreality Engine. Help from another reality. Okay, also unser wahrer Name ist Red? Contain Memories are your... certain memories are yours and yours alone. These are called core memories and for better or worse are integral in shaping the core of who we are. Core memories that are continuously suppressed will inevitably create vulnerabilities in our minds, leaving our cores open to contamination by anyone. Consequently, core memories that are confronted head-on and processed correctly can allow for an impenetrable sense of identity, increased resolve, and in theory, complete resistance to contamination. Okay. Und dadurch, dass wir jetzt einen Memory Leak haben, werfen wir diese Core Memories alle weg. It appears that once somebody makes peace with these parts of themselves and holds them close, they are unstoppable. Okay. This may be useful to us. Back when it started out as the most effective way for humans to connect with each other, the Hyperreality Engine was a tool that went by a different name. But before long, it was clear that communication was becoming secondary to a much more powerful purpose. Creating infinite reverberations of reality, each of which catering to a different idea of paradise. With every possible reality merged into a cloud of infinite truths, who would be in charge of managing them all? Ja, diese godlike KI da, I guess. Or rather, as they put it themselves. What is a cloud without its angel? I think I know who they choose to take on the responsibility. And they've got big plans for her. Okay. I have secretly created and distributed a version of Red's black box containing her core memories from you. I have secretly created and distributed a version of Red's black box containing her core memories from years ago. I have also modified it to connect to Hyperreality Engine. This allows me to communicate directly with Angel piloting her vessel by making slight deviations to their reality. Also in diesem Chor, wo Liana drin ist, ist auch noch irgendwie ein extra anderer Chor? Ein alter Chor von Red? These reverberations will be minor at first and will only appear for those already familiar with the source reality. Thus, I can only contact them via phone call at first. What the hell?
However, opening them up to communication from me will also open them to communication from her. I must trust that they have the resolve to resist her long enough to hide the core somewhere safe. Also haben wir nicht Lianas Core irgendwie vor ihr versteckt, sondern Red's Core? I am so glad I have managed to reach you. Hope prevails once again. Your mission is the following, so please pay attention. Graveyard. Tuesday night. Ja, da waren wir schon. Im Ende C. Backing up Lianas uncontainment core won't mean anything unless we can reawaken it when the time comes. Backing up Lianas uncontainment core won't mean anything unless we can reawaken it when the time comes. And that is where Project Recon comes in. Once the core is safe, our angel must bring the vessel, which I floated with a... Oh mein Gott, ein Trojaner. Back to the Hyper-Reality Engine and connect to the cloud. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also Ende C ist dann quasi auch ein Angriff auf her, auf diese KI mit einem Trojaner. Once they reach her and load the Trojan, that should give them the means to access her directly. I now know what they are planning to use her for. Soon the sun will set on our shared reality. But if we can just reawaken Lianas core within her, maybe we can put a stop to this nightmare. I see you found my locks then. It's true, echoes of reality can never be trusted. We must return to the source. Oh mein Gott, Moment. Ist das alles, was wir hier in Mother durchgelebt haben, alles gar nicht die Realität, sondern irgendeine Fake-Realität, also so ein Widerhall, so eine Kopie, diese Reverberations von dieser KI, die uns hier quasi gefangen hält? Und irgendwer versucht, uns dazu zu bringen, dass wir diese KI mit einem Trojaner infizieren und diese Fake-Realitäten zerstören und ausbrechen wieder in die Realität? In die Source-Welt? Was? What? Byaku, was? Und jetzt? Stille. Mom? Oh my God. Our sweet angel, just one more thing. I've had to do a lot of things that I have regretted, as I'm sure you understand. So please no more. Oh, okay, das wieder normal. Das wieder normal. Das geht jetzt wieder. Also es ist jetzt quasi wieder an dem Punkt, wo die Mutter mit dem Vater telefoniert hat und wir jetzt wieder nach oben gehen schlafen. Jetzt ist alles wieder back to reality. Moment, das Auto ist noch da. Was ist, wenn ich jetzt nochmal mit Papa rede? Bjarko, pst. Ich muss in 6 Minuten anfangen zu streamen. Scheiße. Ich muss das alles noch verarbeiten, was ich hier gerade erlebt habe. Angel, I understand that you may be very confused, but yes, it's true what I said. None of this is real. You must plant Lianas core somewhere where it will be safe, before it becomes contained. We don't have much time left. We are coming to have to trigger another memory leak. Hopefully then you will understand what is going on. Also, das mit dem Wiedererwecken habe ich noch nicht ganz gerallt. Also, wir holen den Chor aus uns raus, packen den ins Grab, so wie halt in
in Ende C. Dieser Grab ist wahrscheinlich dann irgendwie eine sichere Stelle, wo man diesen Chor safe behalten kann. Dann gehen wir als Wessel. Oh, da ist wieder so ein komischer Schatten. Als Wessel rein in diese KI, in diese Cloud, infizieren diese Cloud und dann reawaken wir wieder Liana? Ich verstehe nicht, wieso wir Liana wieder reawakenen müssen. Den Part habe ich nicht ganz gecheckt. And then you pick up the phone. Someone there. Okay, es wiederholt sich. The core has been located. Ja, okay, okay. Ja, ich denke mal, dann haben wir alles. Jetzt haben wir wirklich alles. Glaube ich. Ich muss in 2 Minuten streamen. Ja, da habt ihr es, wenn ihr euch immer fragt, wieso kommt Keggy immer zu spät zum Stream? Er fängt doch immer um 16 Uhr an. Da habt ihr es. So welche Zufälle passieren manchmal. Woher hätte ich das gewusst, dass jetzt hier so viel noch versteckt ist? Ich dachte kurz, ja, hier gibt es noch ein extra Ending. Oh nee, okay, doch nicht. Es gibt noch, doch noch ein anderes Ending. Okay, es gibt doch nur 3 Endings. Oh nee, oh, warte, da gibt es ja noch mehr. Junge, 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 wie viel hier versteckt ist noch in diesem Versteck. Man muss ja, also das alles ist ja schon allein versteckt, ne? Das alles ist ja schon versteckt. Und jetzt haben wir ein Versteck im Versteck noch gefunden. Ja, das ist jetzt alles, was wir schon kennen. Ich denke mal, es ändert sich hier nichts mehr. Okay, die Nachricht ist jetzt auch verschwunden mit dem, Attention. Ja, okay, wir sind wieder back on track. Okay, gut. Dann, I guess, habe ich alles. Man muss, also das, was wir in C, Ending C erreicht haben, ist der Angriff auf die KI. Und wie es scheint, ist diese ganze Welt, in der wir drin sind, alles gar nicht echt. Es sieht alles, ich dachte immer, es sieht alles so komisch und weird aus, wie die Mutter sich bewegt, wie die Welt so ein bisschen glitscht. Liegt daran, weil wir das aus den Augen des Roboters sehen. Aber die Welt ist so, wie sie ist, weil das eine Fake Reality ist. Eine Reality, die von einer KI erschaffen wurde. Aber wenn diese Reality von einer KI erschaffen ist und wir in diesem Loop gefangen sind, dann kann sein, dass wirklich derjenige, der die ganze Zeit mit uns einfach redet, wirklich der Vater ist. Und der Vater irgendwie gar nicht seine Tochter umgebracht hat und auch gar nichts aus der Firma rausgeschmuggelt hat. Sondern der Vater versucht, gegen die KI anzukämpfen. Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch gar keine Zeit, jetzt mir großartig darüber Gedanken zu machen. Das werde ich dann morgen für einen Stream. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, weil wir haben jetzt schon 16 Uhr. Ich muss jetzt anfangen zu streamen. Ich habe jetzt gar keine Zeit, dieses Video hochzuladen. Also es wird wahrscheinlich jetzt an einem Freitag kommen, an dem Freitag, wo wir wahrscheinlich auch Echostasis streamen. Also ja. Holy shit. Junge, da ist echt viel passiert. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wieder ein Trip. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bei Echostasis kommt. Echostasis soll ja irgendwie ganz anders vom Gameplay sein. Das ist ja irgendwie so ein Shooter-Game mit irgendwie schweren Passagen oder so. Ich bin gespannt, was das wird, Mann. Aber ja, Kuss geht raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.